Das österreichische Parlament hat zwei Kammern, die gemeinsam für die Gesetzgebung des Bundes zuständig sind: Nationalrat und Bundesrat. Der Unterschied: Der Nationalrat wird direkt gewählt, der Bundesrat nicht. Die Landtage der neuen Bundesländer entsenden die Mandatarinnen und Mandatare in den Bundesrat, gemäß der Stärke der Parteien und für die jeweilige Gesetzgebungsperiode des einzelnen Landtages. Das heißt, die Zusammensetzung des Bundesrats ändert sich nach jeder Landtagswahl. Man spricht von einer laufenden Erneuerung. Weil es keine direkte Wahl gibt, tagt der Bundesrat permanent, nicht in Gesetzgebungsperioden wie der Nationalrat. Die Mitglieder des Bundesrats sind in der Ausübung ihrer Funktion an keinen Auftrag gebunden und es gilt das freie Mandat. Wie viele Mitglieder ein Bundesland in den Bundesrat schicken darf, richtet sich nach dessen Bevölkerungszahl. Mindestens 3, höchstens aber 12 Mitglieder pro Bundesland. Insgesamt umfasst der Bundesrat 61 Mitglieder. Um ihre Aufgaben zu erfüllen, haben die Mitglieder die Möglichkeit, sich zu Fraktionen zusammenzuschließen. Dazu sind mindestens 5 Mitglieder notwendig. Aufgrund eines Beschlusses des Bundesrats kann die Anzahl im Einzelfall auch niedriger sein. Der Bundesrat übt gemeinsam mit dem Nationalrat die Gesetzgebung des Bundes aus. Er hat grundsätzlich ein Einspruchsrecht gegen Gesetzesbeschlüsse des Nationalrats, ein sogenanntes suspensives, also ein aufschiebendes Veto. Der Nationalrat kann einen solchen Einspruch mit einem Beharrungsbeschluss überwinden. Dafür müssen aber mindestens die Hälfte der Abgeordneten anwesend sein und der Nationalrat darf seinen ursprünglichen Beschluss nicht mehr verändern. In manchen Fällen hat der Bundesrat ein absolutes Vetorecht. Das heißt, ohne sein Ja gibt es kein Gesetz. Das gilt zum Beispiel für Verfassungsänderungen, die die Kompetenzen der Länder beschneiden oder die Zusammensetzung des Bundesrates betreffen. Der Bundesrat selbst, beziehungsweise ein Drittel seiner Mitglieder, kann Gesetzesanträge an den Nationalrat stellen. Diese werden dann genauso wie Anträge von Abgeordneten zum Nationalrat oder Regierungsvorlagen beraten und abgestimmt. Der Bundesrat verfügt auch über zahlreiche parlamentarische Kontrollrechte. Ein Drittel der Mitglieder des Bundesrats kann Gesetze vor dem Verfassungsgerichtshof anfechten. Weitere Rechte, die dem Bundesrat zustehen, sind das Interpellationsrecht, also Anfragen an die Bundesregierung, entweder schriftlich oder mündlich in Fragestunden. Das Resolutionsrecht, also Wünsche an die Bundesregierung mit sogenannten Entschließungen. Das Informationsrecht, also zum Beispiel parlamentarische Enquetten oder die Anhörung von Auskunftspersonen in Ausschüssen des Bundesrats. Das Zitationsrecht, also das Verlangen nach Anwesenheit von Regierungsmitgliedern in Sitzungen oder Ausschüssen. Der Bundesrat wird oft Europakammer genannt, da er regionale Aspekte in die europäischen Entscheidungsprozesse einbringt. Er kann zum Beispiel gegenüber dem zuständigen Mitglied der Bundesregierung zu EU-Vorhaben Stellung nehmen. Er kann Mitteilungen an EU-Organe richten oder eine begründete Stellungnahme beschließen, also Bedenken gegen ein konkretes Vorhaben der EU äußern. Das fällt unter das Subsidiaritätsprinzip. Die Europäische Union darf Vorschriften nur in jenen Bereichen erlassen, die nicht besser auf lokaler, regionaler oder staatlicher Ebene geregelt werden können. Die österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments können bei Verhandlungen des Bundesrats und seiner Ausschüsse zu EU-Themen teilnehmen und haben ein Rederecht.